Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Vice City. In dieser Folge geht es weiter mit diesen, auf der Karte mit diesen komischen fallenden Manneken. Und ich fange einfach mal an. Oh, sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, You look like someone I... The Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Ja, danke für den Tee. Gut, begib dich zu dem Wagen, in dem die fliegenden Bomben, wo die fliegenden Bomben sind. Alles klar. Erstmal brauche ich hier dieses Fahrzeug, um da hinzukommen. Ups. Ja. Pup, 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 pup. So, da ist der Wagen mit den fliegenden Bomben. Ach du Heiliger. Erzähl mir nicht schon wieder Helikopter. Die kleinen Mini-Dinger da. Ihr wisst schon. Oh, bitte nicht. Schalte alle kubanischen Gangster aus. Kubanisch. Und zerstöre ihre Boote. Es ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Auf oder wie? Um zu beschleunigen. Hallo? Wie kommt man hoch? Missionen abbrechen? Hä? Was? Warum? Nein. Oh. Ich hab nur zwei Versuche. Wie kacke ist das denn? Deswegen habe ich nur zwei Versuche. Das erklärt einiges. Oh boy. Nee, drei. Hä? Wieso ist die Steuerung so kacke? Wieso kann man nicht höher fliegen? Ja. Vielleicht mit der Maus? Bin mir nicht sicher. Ja, toll. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Aber das ist ja... Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Was ist die Steuerung mit dem Flugzeug? 2000 Jahre später. So, jetzt holen wir erstmal Anlauf. Anlauf wie... Genau, Höhe. Und zwar solche Höhe... die Richtung. Genau. So. Hauen ab. Lass sie nicht einkommen. Ja, können wir ja. Nicht ankommen lassen, das wird schwierig. Nicht mal eingetroffen. Okay.
Gut, einen haben wir. Der letzte kommt noch. Ach komm schon. Mach's mir nicht so schwer. Okay, muss ich einmal wenden wieder. Ja, ja, nicht so weit weg. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Ich muss wieder Anlauf holen. Komm schon. Ja, ja, hoch, 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 hoch. Gut, geradeaus. Ich hoffe, das klappt. Alles. Darfst du nur nicht hier ankommen lassen, ne? So, und jetzt noch geradeaus. Naja, das was wird. Ob ich den noch einholen kann. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Da ist er ja sogar. Wow, wow, wow. Warte. Nicht getroffen? Schnaps besoffen? Oder wie soll ich das verstehen? So, nur nicht so weit rumlenken. Sonst haben wir ein Problem. Komm schon. Ah, da sind sie. Wieder höher heben. Oh nein, bitte nicht dagegen. Danke. Oh, wie kann es? Okay. Dieses letzte Boot dauert noch ein bisschen länger. Ach komm schon. Kann nicht so schwer sein. Nein, nicht ins Wasser. Ja, so ist gut. Ernsthaft? Der fährt immer noch? Oh, na, 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 na. Komm schon. Versinken die nochmal jetzt endlich. Immer noch nicht. Oh Mann. Oh, oh, oh.
Also so lange saß ich noch nie an einer Mission. Ach du Schande. Außer heute. Achso, nicht böse sein, lieber Zuschauer. Diesmal habe ich die Effekte weggelassen. Ich würde es auch spannend halten. Ich weiß ja nicht, warum die anderen das immer schaffen, hundertprozentig. Aber ich schaff's irgendwie nicht. Ja, außer Reichweite. Ja. Komm schon. Schon mal langsam machbar sein. Oh, einmal getroffen. Ist super. Jetzt. So, einer der Kubanischen flieht in einem Auto. Lass ihn nicht entkommen. Ja. Na, den hätte ich eigentlich vorher machen müssen. Ne? Jetzt ein Auto treffen. Das wird ja witzig. Kann ich schneller fliegen? Ist ein bisschen doof. Ich hoffe, er kriegt den. Ah, da fährt er. Ich sehe den. Schwarz-roten Auto. Ja, war mir klar, dass er abbiegt. Oh, flieg doch mal schneller hier. Offen. Sieht nicht so aus. Ernsthaft? Okay, warte. Ho. Da. Treff ich den nochmal? Das wird schwierig. Ey, mach keinen Scheiß. Ja, war mir klar. Ich flieg dir hinterher, ist mir egal. Hauptsache ich krieg dich. Jetzt, na klasse. Oh, ja, 20 Minuten Standardfolge. Ja, und halt mal an, wenn noch nie geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren GTA Vice City Mission mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst, auch so viel Spaß hattest wie ich, mit viel Spaß und Spannung in dieser Folge. Ich hoffe, ja, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Und falls ihr gefallen haben sollte, lasst einen Daumen nach oben.
Und wenn nicht, dann nicht. Ansonsten schau mit V und haut rein. Tschüss.